Doch jetzt erst zum großen Auftritt von Rollstuhlmodel Sarah. Outfit und Make-up sitzen. Alles wurde bis ins kleinste Detail geprobt. Doch wie wird die Jury, darunter Bruce Darnell, urteilen? Hat Sarah eine Chance? Sehen Sie jetzt die Entscheidung. Wer wird das neue Topmodel im Rollstuhl? Generalprobe für die Show am Abend. Sarah und ihre neuen Mitkonkurrentinnen um den Titel Schönstes Rollstuhlmodel üben für ihren großen Auftritt. 218 Frauen hatten sich beworben. Sarah ist stolz, überhaupt unter die Top 10 gekommen zu sein. Doch die 25-Jährige will mehr. Schließlich winkt der Gewinnerin ein professionelles Fotoshooting. In 3 Stunden beginnt das Finale. Und je näher es rückt, umso nervöser werden die Models. Doch auch für die Designerin beginnt jetzt die heiße Phase. Schließlich ist die Arbeit mit behinderten Models auch für sie eine große Herausforderung. Man muss sich vorstellen, wenn wir uns anziehen, wir können die Pobacken zusammenkneifen, wir haben Muskulatur, wir können uns in so eine Jeans oder auch in ein Kleid reinzwängen. Das ist hier einfach überhaupt nicht möglich. Und das habe ich mir vorher gar nicht vorstellen können. Ausstrahlung, Sexappeal, die Rollstuhlmodels stehen ihren Kolleginnen, die über den Laufsteg laufen, in nichts nach. Besonders die Choreografin ist begeistert, wie schnell und wie gut die gehandicapten Frauen die Bühnenshow verinnerlicht haben. Es sind ja nicht alle gleich gelähmt. Die einen haben die Lähmungshöhe hier unten, die sind unheimlich flexibel oben mit dem Oberkörper. Die anderen haben halt die Lähmungshöhe weiter oben und können zum Beispiel ihre Hände noch nicht mal aufmachen. Und was für mich eben dann auch schwer war, zu überlegen, okay, ich habe gesagt, sie haben die Hände zu, aber sie können die Bewegung trotzdem machen. Geht aber nicht, weil sie dann keine Bauchmuskeln haben und wenn sie nach vorne machen, fallen sie nach vorne. Die Tage sind lang, auch für Rollstuhlmodels. Seit morgens um 8 wird im Varieté Hannover geschminkt, gestylt, geprobt. Doch jetzt, 12 Stunden später, wird es endlich ernst. In wenigen Minuten beginnt das Finale. Körperlich ist es ziemlich anstrengend, aber im Moment sind wir noch alle so aufgeregt und so erwartungsvoll, dass endlich das Finale kommt, dass wir es, glaube ich, nicht so wirklich merken. Aber heute Abend, sobald wir im Bett liegen, spätestens, glaube ich, schlafen wir erstmal 48 Stunden durch. Dann ist es soweit. Sarah und ihre neuen Konkurrentinnen eröffnen die Show. Im Rollstuhl sitzen und sexy sein. Die 10 Finalistinnen zeigen, dass sich das nicht ausschließen muss. Die Jury um Bruce Darnell hat heute wohl die schwierigste Aufgabe. Denn am Ende des Abends muss sie sich für eine entscheiden. Der Siegerin winken ein Fotoshooting für eine Setcard, 2000 Euro und die Aussicht auf eine Modelkarriere. Nina Wortmann hat vor 4 Jahren selbst am Contest teilgenommen und ist Zweite geworden. Es kommt auf die Ausstrahlung an. Also wie gibt sich der Mensch? Es geht nicht darum, wer kann die beste Präsentation machen, indem er seinen Rollstuhl hin und her schwingt. Es kommt halt darauf an, wie guckt er oder wie guckt sie, gerade wenn sie auch diese stillen Momente hat, wie hält sie ihren Kopf, die Ausstrahlung. Also ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Sarah ist dran. Die Musik hat die Choreografin für sie ausgesucht. Wird sie damit die Jury von sich überzeugen können? Für ihre Familie ist die 25-Jährige schon jetzt die heimliche Gewinnerin. Denn der heutige Abend ist für Sarah auch ein Schritt zurück in die Vergangenheit. Vor ihrem Unfall hat Sarah oft davon geträumt, Model zu werden. Heute ist sie es zum ersten Mal, wenn auch im Rollstuhl. Das Mama-Herz ist ganz stolz. Natürlich. Auf jeden Fall. Ich leide mit ihr. Denn schließlich will Sarah das international schönste Rollstuhlmodel werden. Doch das muss jetzt die Jury entscheiden. Und die ist von allen Frauen begeistert. Eine halbe Stunde hat die Jury sich beraten. Jetzt wird sich entscheiden, ob Sarah auch im Rollstuhl eine Karriere als Fotomodel starten kann. Auch bei ihren Eltern wird die Anspannung immer größer. Also der Abend ist sehr besonders und ich bin sehr aufgeregt noch und ich bin sehr stolz auf meine Tochter. Dann werden die Gewinnerinnen bekannt gegeben. Doch der 3. Platz geht schon mal nicht an Sarah. Wir haben uns für den 2. Platz entschieden. Sarah aus Deutschland.
ersten Platz hat es nicht gereicht. Sie ist enttäuscht, denn die Siegprämie, das Fotoshooting und damit eine mögliche Modelkarriere gehen an Jelena aus Serbien. Doch Sara hat sich unter 218 Bewerberinnen weltweit durchgesetzt und ist Zweite geworden und hat damit gezeigt, dass sie sich von ihrem schweren Schicksal nicht unterkriegen lässt. Ja, ich freue mich natürlich sehr auf meine Familie, die da drüben schon steht. Doch die Familie muss sich gedulden, denn Sara ist zumindest für heute Abend ein Star und steht als eine der drei Siegerinnen im Mittelpunkt. Sie wird weiter studieren, fleißiges Mädchen, und ich denke nicht, dass das viel verändern wird. Ja, glaube ich nicht. Aber mal schauen. Manchmal gibt es Überraschungen. Eine Woche später, Sara hatte ihre Modelkarriere eigentlich abgeschrieben. Doch dann bekommt sie einen Anruf der Agenturchefin, die den Wettbewerb in Hannover veranstaltet hatte. Ja, okay. Ja, super. Dann sehen wir uns ja bald in Hannover zum Fotoshooting. Ja, cool. Okay. Bis dann. Ciao. Okay, das war die Agentur. Aha. Und trotz zweitem Platz bekomme ich ein Fotoshooting und bin in der Agentur aufgewacht. Das ist ja cool. Ja. Nicht schlecht. Ich würde sagen, darauf trinken wir ein. Sara hatte die Agentur mit ihrem Auftritt beim Finale so überzeugt, dass auch sie einen ersten Vertrag bekommt. Und so hat die 25-Jährige zwei Tage später ihr erstes Fotoshooting als Rollstuhlmodel. Ich freue mich sehr. Ich habe mein erstes Fotoshooting jetzt und bin gespannt, was mich erwartet. Und mal gucken, was noch folgt. Fotograf Tobias Wölki arbeitet regelmäßig mit gehandicapten Models zusammen. Für ihn schließen sich Behinderung und Schönheit nicht aus. Wir haben hier jemanden, der sitzt im Rollstuhl, der ist trotzdem wunderschön und wir können trotzdem was Schönes darstellen, wir können Kleider präsentieren und alles. Und dann sieht Sara sie zum ersten Mal. Professionelle Aufnahmen von ihr im Rollstuhl. Ich glaube, man selbst ist immer am kritischsten, aber wenn der Fotograf sagt, das ist gut, dann vertraue ich ihm natürlich. Ja, keine Sorge, die werden schon gut. Spätestens jetzt weiß auch Mama Christel, dass ihre Tochter trotz Behinderung einfach alles schaffen kann. Sehr aufregend, sehr interessant. Doch eine ganz neue Erfahrung, die man mitnimmt. Ja, und die Location ist halt auch ganz toll. Ja, dieses Flair ist schon traumhaft. Ich hoffe natürlich, dass ich vielleicht nebenbei noch ein bisschen weiter modeln kann und dass sich da Sachen ergeben und die Gesellschaft sich ein bisschen mehr öffnet für uns Rollstuhlmodels. Und ansonsten nichts, ich will Spaß haben am Job und an der ganzen Sache. Eine junge Frau zurück im Leben. Ihr Weg soll allen mit ähnlichen Schicksalsschlägen Mut machen, sagt sie. Wir denken, das hat sie geschafft.